Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mindful Muse. Mein Name ist Lisa und ich freue mich mega, dass du heute hier bist. Wir wollen uns heute unseren Glücksplaneten anschauen, Jupiter. Er wird im Englischen auch der Great Benefic, also der große Wohltäter genannt. Und das ist ja eine unglaublich wichtige Position in unserem Horoskop, weil wir uns dort erweitern und weil wir dort Glück und Hoffnung und Optimismus finden und wir uns da auf jeden Fall viel mehr reinlehnen dürfen. Er ist wie so ein Verstärker und deshalb ist es der ideale Ort für Visionen und große Träume. Er bläht sozusagen die Zielscheibe auf und deswegen ist es auch leichter zu treffen. Auf ganz natürliche Art und Weise haben wir hier einfach mehr Glück und mehr Möglichkeiten, die auf uns zukommen. Das heißt, in diesem Lebensbereich laufen die Dinge einfach. Also Glück kommt einfach. Du musst nicht wirklich dafür arbeiten oder hustlen. Und das ist natürlich auf der einen Seite wunderschön, aber wenn wir uns das nicht wirklich bewusst sind, dann werden wir vielleicht eher sogar faul in diesem Lebensbereich, weil der läuft halt einfach immer so mit. Also es ist wichtig, sich seine Jupiter-Position wirklich bewusst zu machen, weil nur dann können wir sie auch aktiv nutzen und dieses Glück eben noch größer werden lassen. Er bringt persönlichen und professionellen Erfolg. Wenn wir uns die drei aktiven Planeten anschauen, dann ist Sonne und Mars auf jeden Fall um einiges harscher. Also Jupiter ist die nobelste und höchste Ausdrucksform von dieser aktiven Macherenergie, die in uns steckt. Er steht auch für Philosophie, für Werte, für Ethik, für Moral, für Spiritualität und Religionen und unsere Weltanschauung. Das heißt, er beeinflusst unsere Ansichten und unsere Perspektive und dadurch auch unsere Aktionen. Wenn du ihm erlaubst, deinem Leben eine tiefere Bedeutung zu geben, dann wird es dein Bewusstsein automatisch erweitern und wie so ein Ripple-Effekt auch das Bewusstsein von den anderen um dich herum. Es ist ja auch meistens so, dass wenn wir einen Sinn oder irgendeine Mission oder so in unserem Leben verfolgen, dass es viel unwahrscheinlicher ist, dass wir in so negative Gedankenmuster reinfallen, dass wir depressiv werden, weil ja, wir haben halt eine Mission, es gibt was zu tun, wir wollen was erreichen. Also ich möchte dich wirklich ermutigen, auch dich in diese Position reinzulehnen, dort deine Grenzen zu pushen, weil wenn du da wirklich Energie reingibst, dann wird das Universum das vervielfachen. Es ist ja auch so ein bisschen der natürliche Flow, dass wenn ich mich ausdehne, sich auch die Dinge um mich herum ausdehnen. Wie oben, so unten, wie im Kleinen, so im Großen. Es gibt natürlich auch eine Schattenseite bei Jupiter, denn zu viel Ausdehnung kann auch wirklich einfach zu viel Ausdehnung sein. Zu viel des Guten, too much. Aber meistens ist es tatsächlich erstmal eher so, dass wir den nicht nutzen, weil wir uns nicht bewusst sind. Und dass wir ihn eigentlich erstmal aktivieren sollten, damit sich diese ganzen Sachen entfalten können. Und dann dürfen wir aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Wir finden uns ja alle auch immer wieder in diesen Situationen wieder, wo nichts richtig mitläuft, wo wir irgendwie einfach depressiv sind, uns kacke fühlen und irgendwie gar nichts geht. Das sind die Momente, in denen es wirklich gut ist, dich mit deinem Jupiter zu verbinden. Ja, der kann dich da rausholen, der kann dich so upliften und weit hinaustragen. Und es kommt natürlich immer darauf an, wie dein Horoskop gestaltet ist. Ja? Also mir ist ganz wichtig hier zu sagen, das kann nur ein allgemeines Video sein. Ja? Ich kann deine persönliche Jupiter-Position nicht genau analysieren, weil dafür müsste ich dein ganzes Horoskop sehen. Also wie ist Jupiter aspektiert? Mit welchen Planeten steht der im Kontakt? Ist er in seiner Erhöhung oder ist er in seinem Fall? Wie wird er beeinflusst von Sonne, Mond und einem Aszendenten? Also bitte sei dir bewusst, das ist nur ein allgemeines Video über Jupiter in einem bestimmten Tierkreiszeichen. Alle anderen Dinge kann ich hier nicht mit einbeziehen. Jupiter ist auch der erste Planet, der sich etwas langsamer bewegt. Ja, also wir hatten ja bis jetzt Merkur, Mars, Venus, das sind alles Planeten, die relativ schnell ihre Position, also das Tierkreiszeichen, wechseln. Jupiter bleibt ein Jahr lang in einem Zeichen. Das heißt, hier ist auch besonders wichtig, sich deine Häuserposition anzuschauen. Also wo sitzt Jupiter? Und wenn du jetzt noch gar nicht weißt, wo Jupiter sitzt und auch gar keinen Plan hast von Häuser oder sonst irgendwas, dann empfehle ich dir doch mal in meiner Astro Masterclass vorbeizuschauen. Die ist komplett for free und ich packe dir unten den Link rein. Da gibt es 11 Videos mit 2 Stunden richtig juicy Content und danach wirst du auf jeden Fall all diese Worte verstehen, die ich gerade gesagt habe. Du wirst wissen, wo deine ganzen Planeten stehen und ja, einfach anfangen können, wirklich dein Horoskop zu deuten.
Ansonsten gibt es auch einen fortgeschrittenen Kurs. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann melde dich doch gerne für meinen Newsletter an, schau auf meiner Webseite vorbei. Auch dazu findest du den Link unten und hinterlass gerne diesem Video ein Like und einen Kommentar und meinem Kanal ein Abo, weil dann kann ich die Astrologie noch mit mehr Leuten teilen und weiterhin diese Gratis-Videos für dich machen. Okay, aber jetzt lass uns einsteigen in deine Jupiter-Position. Krebs ist die natürliche Erhöhung von Jupiter. Das heißt, es ist eigentlich die allerbeste Position und sind die besten Voraussetzungen, die Jupiter haben kann, um sich am allerweitesten zu erweitern. Ja. Krebs gehört zu den Wassertierkreiszeichen. Jupiter hat keine Grenzen und Wasser ist formlos. Das heißt, da ist ganz viel Raum für Ausdehnung und ganz viel Raum für Verbindung zu dir selbst, für Intuition, für Gefühle und so eine spezielle Verbindung zu allem, was irgendwie divine ist und feinstofflich ist und spirituell ist. Also all diese Themen, die Jupiter repräsentiert, werden in Krebs durch die Linse der universellen Liebe gesehen, anstatt von universellen Ideen oder ähnliches. Glück und Wachstum entsteht für dich durch Verbindung mit anderen, durch Mitgefühl, durch Emotionen, nährende und sichere Beziehungen. Du bist eine unglaublich empathische Person und strahlst so einen familiären Vibe aus. Also man fühlt sich in deiner Umgebung automatisch irgendwie sicher und geborgen. Man sagt ja auch, dass Krebs die Mutter ist. Also es ist ein sehr bemutternder Aspekt, der hier von Jupiter unterstrichen wird. Er schenkt dir so ein bestimmtes Talent für alles, was mit Zuhause zu tun hat. Und es klingt jetzt erstmal so ein bisschen doof, aber du bist einfach unglaublich gut darin, jemandem das Gefühl zu geben, dass er zu Hause ist, dass er ankommen kann und einfach diese ganzen Sorgen und Anspannung fallen lassen kann. Das heißt einfach, du bist die perfekte Gastgeberin, die mit ganz viel Liebe und Hingabe das Lieblingsgericht kocht und jemanden dazu bringt, dass er einfach sein Herz dir ausschütten kann. Also du bist einfach die perfekte Person, um den Raum zu halten. Menschen können sich in deiner Umgebung mit ihren Gefühlen und mit ihren Emotionen und mit ihrem Inneren verbinden und da wirklich reinfallen lassen. Darin bist du selbst mega gut. Und du öffnest eben so diesen Space durch Kochen, durch Dekorieren, also egal was, wirklich alles, was damit zu tun hat, dass ich bei dir ankomme und einfach relaxe. Das ist deine Superpower. Wichtig ist aber allerdings, dass man es mit Jupiter nicht übertreibt. Das Bemuttern kann vor allem auch in Beziehungen mal ganz schön unsexy werden. Aber da du so empathisch bist, kannst du das selbst spüren, ja, wenn du immer wieder dich zentrierst und bewusst bist und eben nicht zu sehr dann dich reinstürzt in diese Bemutterung. Jupiter ist ja der Glücksplanet und das bezieht sich auch auf finanzielle Dinge. Und beim Krebs ist es tatsächlich so, dass du die Person bist, die am allerbesten investieren kann. Kommt vor allem dadurch, dass du eben sehr empathisch bist und feinfühlig und wie so einen siebten Sinn hast, also eine sehr starke Intuition, eine Verbindung zu deinem Bauchgefühl, dass du einfach direkt weißt, so, oh, was ist gut und was ist nicht gut. Also im Gesamten ist es einfach ein sehr stark ausgeprägter Instinkt, okay, wo sollte ich am besten Geld anlegen, wie kann ich es vermehren? Und dahinter steht vor allem der Aspekt, dass du es eben beschützen willst. Also du gehst keine großen Risiken oder so ein, weil du möchtest Sicherheit. Ja? Du willst dich ja selbst geborgen fühlen. Das ist ja auch das, was du den anderen gibst. Das möchtest du auch für dich. Also du bist niemand, der einfach so, okay, all in on this one. Das machen wir jetzt einfach blind vertrauen. Es ist wie wirklich wie so ein siebter Sinn, dass du einfach weißt, was sicher ist und wo du dein Geld reingeben kannst. Weil dir geht es darum, dass du sicher bist und deine Liebsten. Also alles Wilde, was Jupiter hat, wird hier sicherheitsorientiert. Also so wie in keinem anderen Zeichen. Emotionale Sicherheit und ein Gefühl, gehalten und getragen zu werden. Also auch dieser Sinn von Gemeinschaft, Familie, teilweise auch Tradition. Das ist höchste Priorität für dich. Also mach dir bewusst, dass es eine Position ist, super erfolgreich zu sein und auch was anzusparen für dich selbst, weil du eben beschützt, was da ist. Ein ausgeprägtes Bauchgefühl gepaart mit einer starken Menschenkenntnis, das ist deine Superpower. Du weißt, wie die Menschen ticken und du hast so ein ganz bestimmtes Gespür dafür, was gut ist und was die Intention der Menschen dahinter ist. Es ist wie, als würdest du so die Aura spüren können. Und es ist tatsächlich auch so, dass man bei vielen Millionären einige Krebspositionen im Horoskop finden kann.
Aber natürlich hat auch diese Position wie alle anderen eine Schattenseite oder negative Formen, wie sie sich ausdrückt. Und das ist vor allem die Angst bei dir. Du kannst unglaublich melancholisch und nostalgisch werden und teilweise überemotional. Krebs ist ja auch dafür bekannt, sehr launisch zu sein. Er ist vom Mond beherrscht, also auf und ab, ganz viel am Spüren die ganze Zeit. Und wenn du nicht lernst, mit diesen vielen Emotionen umzugehen und sie in dir wahrzunehmen und dir auch zwischendrin immer den Raum alleine zu geben, ja, also wegzugehen vom Umsorgen der anderen, auch dich selbst zu umsorgen, so wie du die anderen umsorgst, dann verlierst du dich manchmal in der Panik. Und wenn du Angst hast, dann kann Jupiter sich nicht ausdehnen. Also ganz im Gegenteil, er zieht sich dann zusammen und wird klein. Und da ist es wichtig, reinzugehen und zu spüren, was du brauchst und was du dir selbst geben musst, um dich sicher zu fühlen. Es gibt auch ganz tief in dir so ein Gefühl von Schuld. Also das basiert darauf, dass dadurch, dass du so traditionsorientiert und familiär orientiert bist, wenn sich etwas verändert und wenn du dich unendlich weit erweiterst, dann bleiben die Dinge vielleicht nicht mehr so, wie sie sind. Und vielleicht könnte das auch mit anderen Menschen nicht so resonieren, weil du dich verändert hast oder weil du nicht mehr denen geben kannst die gleiche Sicherheit oder eine andere Form von Sicherheit. Das heißt, da ist immer so ein bisschen dieser konservative Drang in dir, aus dem du ausbrechen darfst. Das Gewohnte darf sich verändern und das bedeutet nicht, dass du dann am Ende verlassen wirst oder dass du alleine bist, weil das ist das, was deine größte Sorge im Inneren ist. Erkenne diese unglaublich charismatische Art in dir, diese Liebe, die du mit anderen teilen möchtest. Lehn dich da rein, weil du wirst am allermeisten bekommen, wenn du am allermeisten gibst. Du wirst am erfolgreichsten sein, wenn du mit offenem Herzen deine Liebe teilst. Begegne den Menschen mit Respekt und mit diesem Strahlen von innen heraus, weil du wirst sehen, Menschen werden dir Dinge einfach schenken. Die Sachen werden auf dich zufliegen. Türen werden sich öffnen. Sei einfach nur gut zu anderen und dann kommt das Glück zu dir von ganz alleine. Das ist dein sicherer Weg zur Fülle und Reichtum. Das war's jetzt auch schon mit dem Jupiter-Video und ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und vielleicht konnte ich dich ja inspirieren, dich noch mehr in diese Energie reinzulehnen und wirklich zu schauen, so welche Visionen habe ich da und welche Träume kann ich dort verfolgen, weil natürlich haben wir in allen Lebensbereichen irgendwelche Träume und Visionen und Ziele, aber wenn du dich auf Jupiter konzentrierst, dann wird das Universum dich einfach besonders schnell dorthin tragen, weil es ist wie so ein Shortcut zum Glück. Wenn du in deinen Jupiter vertraust, dann wird das Leben einfach ein Ticken leichter. Ansonsten, wie vorhin schon erwähnt, würde ich mich unglaublich freuen, wenn du dieses Video liken würdest und einen Kommentar hinterlassen würdest, deine Erfahrungen mit Jupiter mit mir teilst und natürlich den Kanal abonnierst. Wenn du mehr über die Astrologie wissen willst, vergiss nicht, die Free Masterclass, den Link findest du unten, oder meinen großen Kurs Der Himmel in dir, gerne den Newsletter abonnieren, dann weißt du, wann es das nächste Mal losgeht. Ansonsten pass einfach auf dich auf, von Herzen das Beste. Namaste.